Traumkulisse Down Under. Phillip Island, südwestlich von Melbourne im australischen Bundesstaat Victoria. Die Grand Prix-Strecke von Phillip Island ist Heimat des australischen Motorsports und für MotoGP sowie Superbike-WM eine der schnellsten Rennstrecken der Welt. Idealer Ort für die Feuertaufe eines besonders heißen Eisens. Die brandneue Suzuki GSX R1000. Exklusiv als Testerin für Motorbike am Start, Ex-Grand Prix-Pilotin Katja Pönsken. Sanfte Weiterentwicklung statt Revolution. Vor dieser Aufgabe standen die Ingenieure, denn das Vorgängermodell der GSX-R galt bereits als Messlatte in der Tausenderklasse. Supersportler brauchen Spitzenleistung. Im Falle der neuen Suzuki sind es sagenhafte 185 PS. Vor dem ersten Ausritt überprüft die Suzuki-Crew die Maschinen. Sonderwünsche werden gern erfüllt. Das Bike soll perfekt sitzen. Katja hat einiges modifizieren lassen. Ich habe einen extra Mechaniker für mein Motorrad hier und ich habe mich vorhin das erste Mal draufgesetzt und habe sofort festgestellt, dass mir die Hebel, also der Kupplungshebel und der Bremshebel, dass die mir ein bisschen zu weit oben sind. Und mein Mechaniker hat die jetzt ein bisschen nach unten gestellt und jetzt ist es optimal für mich. Und die Schaltung, ganz wichtig, die habe ich mir umdrehen lassen, weil ich bin die Rennschaltung gewohnt. Und also erster Gang oben und der Rest unten. Und wenn ich nämlich draußen auf der Rennstrecke bin, nicht, dass ich dann irgendwie durcheinander komme und aus Versehen mal zurückschalte. Die Tester sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Maximal 12 Bikes gleichzeitig sind erlaubt. Katja fühlt sich auf dem neuen Superbike sofort wohl. Seit einigen Jahren ist die 30-Jährige nicht mehr als Rennfahrerin aktiv. Aber auf der neuen Susi hat sie sofort wieder Blut geleckt. Der Aufwand für die Präsentation eines neuen Supersportlers ist immens. Hunderte Satz Reifen liegen parat. Der Bridgestone BT015 wurde extra für die GSX-R entwickelt. Nach jedem Turn werden die Bikes frisch gewartet und gewienert. Doch warum gerade Australien? Naja, zuerst einmal ist es ja bei uns in Europa Winter und da kann man auf keiner Rennstrecke in Europa ordentlich Motorräder testen. Und zum zweiten Mal ist es ja doch so, dass diese Rennstrecke hier in Phillip Island eine ganz besondere Rennstrecke ist, die sich gerade für ganz schnelle Motorräder hervorragend gut eignet und tolle Kurvenkombinationen bietet, tolle Topspeed-Passagen dabei sind. Und das ist für unsere GSX R1000 genau das Richtige. 4,5 Kilometer Streckenlänge, 7 links, 4 Rechtskurven, die meisten sauschnell. Die längste Gerade misst stattliche 900 Meter. Durch die meisten Kurven rasen die GSX-R-Piloten mit weit über 100 km/h. Katjas Eindruck nach den ersten Turns. Wow, es war total geil, echt. Ey, super, ich habe die ersten zwei Runden noch ein bisschen langsam gemacht. Ich wollte erst mal schauen, was macht das Motorrad und so. Und es war total sanft wie eine Katze und doch Power wie ein Löwe. Das lässt sich total leicht in die Kurven einlenken. Das kann jeder fahren, das Motorrad. Und es macht keinen Mucks. Ich habe mit Absicht versucht, das Motorrad mal in Unruhe zu bringen. Habe mit voller Gewalt in die Bremse reingelangt. Aber die Gabel ist nicht auf Block gegangen. Die hat ganz sanft eingetaucht. Also ich bin total begeistert. Das hat nicht gewackelt, nicht gerutscht, gar nichts. Und ich freue mich schon auf den nächsten Turn. Bei der Weiterentwicklung der GSX R1000 hat sich Suzuki auf exakt definierte Ziele konzentriert. Die Vorgabe war ganz klar, die Euro 3-Norm zu erfüllen, aber trotzdem die Leistung noch weiter zu steigern. Erreicht hat man das eigentlich dadurch, dass ein neues Motormanagementsystem eingebaut wurde, die Einlassventile wurden vergrößert und neue Einspritzdüsen wurden verwendet. Um unsere Vorgaben zu erreichen, musste natürlich auch die Auspuffanlage modifiziert werden. Und das hat eben dazu geführt, dass die beiden kurzen Schalldämpfer rechts und links am Motorrad verwendet wurden. Das Fahrwerk ist neu konstruiert, ist ein komplett neuer Rahmen eingebaut. Das Umlenksystem von der Hinterradaufhängung ist komplett neu bearbeitet. Und erstmals wird ein elektronisch gesteuerter Lenkungsdämpfer verwendet. Eine wichtige Neuerung an dem Motorrad ist eine Schaltereinheit, bei der man auf Knopfdruck die Leistungsentfaltung des Motorrades einstellen kann. In Position A haben wir die volle Leistung, in Position B haben wir zwar die maximale Leistung, aber ein wesentlich sanfteres Ansprechverhalten. Und in Position C ist die Leistung um ca. 60 PS reduziert, um auch noch sicher bei nasser oder schmutziger Fahrbahn fahren zu können.
Auffällig? Die gleichmäßige Leistungsentfaltung. Das 2007er Modell geht extrem kultiviert und dennoch sehr druckvoll ans Gas, ohne brachial zu sein. Die Spitzenleistung liegt jetzt bei 12.000 Umdrehungen an. 1.000 Umdrehungen später als bei der Vorgängerin. Vorbildlich die jetzt hydraulisch betätigte und neu abgestimmte Anti-Hopping-Kupplung. Selbst bei hartem Abbremsen hält sie das Hinterrad exzellent in Schach. Das Schöne an der Maschine ist, dass sie trotz ihrer Power kinderleicht zu fahren ist. Sie ist absolut kontrollierbar und einschätzbar, was ja ganz wichtig ist bei so viel Power. Die Maschine macht genau das, was der Fahrer will und nicht andersrum. Aber so ein Geschoss setzt natürlich logischerweise voraus, dass man mit eingeschaltetem Hirn fährt.